Hallo Leute, ciao Leute von Andrea Unger. Wie bin ich ein Trader bekommen? Ich bin ein Mechanical Engineer, Maschinenbauingenieur und ich war angestellt in einer Firma, einer großen Gesellschaft. Und in 97 habe ich angefangen, mit einigen Freunden Aktien zu kaufen. Sie wussten, dass die steigen sollten und so weiter. Dann habe ich Geld verdient und dann habe ich Geld verloren. Ich hatte auch die Aktien von der Gesellschaft, wo ich gearbeitet habe, gekauft. Am Anfang auch dort Geld gewonnen und dann plötzlich Geld verloren. Und ich erinnere mich noch, das war mein erster Stop-Loss, weil ich das Gefühl hatte, dass wirklich den Wert von den Aktien noch weiter nach unten fallen würde. Und dann habe ich entschieden, die Position zu schließen. Und ich habe einige Verluste vermeidet. Das war gut. Also mein erster Stop-Loss war positiv. Ich hatte Schmerzen einfach aus dem Fenster geschmissen mit Stop-Loss. Habe aber Geld verloren. Sehr viel Geld verloren. Dann habe ich gedacht, oh, ich bin ein bisschen blöd hier und habe angefangen zu studieren. Auf Internet war schon da. Habe ich herausgefunden, da war dieses italienische Wettbewerb mit einem Kerl, der über 1000% verdient hat und so weiter. Was ist das so? Dann habe ich angefangen zu lesen und lesen und lesen und langsam habe ich gesehen, dass der Kerl diese Performance auf Cover Warrant geschafft hatte und das sind Instrumente. Und ich habe da auch rausgefunden, dass es nicht wegen seiner Kenntnisse von der Börse, sondern von einer Ineffizienz in diesen Instrumenten kam. Das heißt, diese Instrumente waren immer ein bisschen verspätet. Und man könnte an einem Preis kaufen, wobei man schon wusste, dass später, einige Sekunden später, würde ein neuer Preis da sein, wo wir schon Geld verdienen könnten. Mit diesem Videogame habe ich angefangen und nach 2 Monaten bin ich von der Firma weggegangen und habe entschieden, selbstständig zu werden, Händler. Ein Freund, mein Tutor, mein Mentor, Domenico Forte, hat mir gesagt, du bist verrückt, warum entlässt du deine Firma? Und ich bin heute da und sie denken vielleicht, jetzt sagt er, dann, ich hatte recht. Nein, ich war verrückt, er hatte recht. Ich war nur glücklich. Ich hatte Glück eigentlich. Mein Glück war, in der richtigen Stelle zu sein, am richtigen Moment. Das heißt, ich war da, wann diese Cover Warrant Ineffizienzen hatten, damit ich diese nutzen könnte. Und da hatte ich Glück. Heute würde ich einen jungen Andrea Unger treffen, der mir sagt, ich will meinen Job quitten. Und ich sage, du bist verrückt. Sowieso mit so einer guten Position. In der Tat, mein Ziel war nicht, Geld, Haufen Geld zu verdienen, sondern selbstständig zu sein und zu verdienen so viel, wie ich eigentlich gut war. Ich meine, bin ich gut, kann ich Geld verdienen. Bin ich nicht gut, kein Geld oder sogar noch Geld verlieren. Das passiert in der Firma normalerweise nicht. Das wissen Sie, wenn Sie irgendwo arbeiten. Es ist nicht immer so automatisch, dass wenn du gut bist, wirst du besser werden in der Firma. Nein, es gibt mehrere Geschichten, die nicht immer so nach deinen Skills funktionieren. Und das ist nicht so nett, natürlich. Und ich wollte etwas finden, wo wirklich ich total selbstständig war. Und das habe ich im Training gefunden. Aber ich war verrückt. Ich war verrückt, aber nicht komplett verrückt. Ich war schlau genug zu verstehen, dass dieses Videogame nicht ewig lasten könnte. Und ich habe deswegen angefangen zu studieren. Parallel. Auf einer Seite habe ich weitergespielt und in dem Spiel habe ich trotzdem gesehen, wie die Märkte funktionieren. Und dann habe ich an meine heutigen Kenntnisse angefangen zu bauen. Ich habe automatisierten Handel angefangen zu studieren und zu lernen. Und heute bin ich immer noch da mit meinen automatisierte Systeme zu arbeiten an der Börse. Das ist natürlich ein Erfolg. Was hat mir aber geholfen? In der ganzen langjährigen Geschichte, es war Anfang 2000, heute ist fast 20 Jahre später, ich liebte dieses Studium. Das ist sehr wichtig. Ich war wirklich
enthusiastisch über die Börse, über Wege zu finden, Ansätze, damit man Geld verdienen könnte. Wobei, es war nicht Geld zu verdienen, sondern einen richtigen Weg zu finden, damit man Recht hatte. Und das war mein größter Erfolg, damit ich immer weiter studieren könnte. Wenn es für mich anstrengend gewesen wäre, zu studieren, was zu tun, dann wäre es wirklich nicht so, hatte keinen Spaß gemacht. Weil zuletzt hätte ich war gezwungen zu lernen. Warum war ich gezwungen? Ich bin heute immer noch gezwungen. Wir müssen immer studieren. Wir müssen immer studieren, unsere Bildung weiterbauen, weil die Märkte sich ändern, weil es immer neue Sachen gibt. Und wir müssen in dieser Evolution auch dabei evolvieren. Wir müssen auch adaptieren zu den neuen Situationen, die man finden kann. Das heißt, man muss immer aufpassen, studieren, lernen und neugierig sein. Und mir hat geholfen, dass es mir Spaß machte. Also es war wirklich lustig für mich. Es ist immer noch lustig, neue Ideen zu finden. Und ich suche immer noch neue Ansätze. Obwohl meine Ansätze funktionieren, obwohl meine Ansätze erfolgreich sind, suche ich immer noch neue Ideen, damit ich morgen oder übermorgen bereit sein kann, wenn etwas bei meinem heutigen Ansatz nicht mehr funktioniert. Oder einfach, weil ich eine neue Diversifikation addieren könnte. Also, Job nicht quitten. Passen Sie auf. Es ist nicht so einfach. Man muss studieren. Heute ist aber keine Zeit verloren. So, wie kann man heute eventuell studieren, parallel mit einigen Incomes? Es ist wahr, es gibt heute keine Copper Wars mit den Ineffizienzen und das ist auch wahr, dass es vielleicht irgendwo anders gibt, aber das weiß ich leider nicht. Aber heute gibt es eine riesengroße Information, die zur Verfügung steht, die seit 20 Jahren nicht da war. Internet ist größer und größer geworden und mit dieser neuen Größe sind auch die Infos für wie man Trading kann, größer geworden. Größer ist gut, natürlich, wenn man mehr findet, obwohl es auch schlecht ist, weil man sehr viel Murks drin findet, sehr viele Betrüger und so weiter. Also man muss aufpassen, gute Filter haben, damit man die richtige Ausbildung finden kann auf der Internet. Das ist sehr wichtig, aber man kann studieren. Heute hat man zur Verfügung sehr viele Informationen, damit man studieren kann, lernen kann und sich ausbilden, damit man morgen bereit sein kann, etwas zu tun. Das bedeutet nicht, dass man sich heute Job quitten sollen, aber es bedeutet, dass es eine Möglichkeit gibt, genug zu lernen, damit man langsam schlauer wird in den Märkten und dass man vielleicht einige Ansätze finden kann, wo man erfolgreich sein kann. Das war's. Ich hoffe, es kann helfen. Im Fall, wenn Sie Fragen haben zu meiner Karriere, schreiben Sie die Fragen da unten oder können Sie auch ruhig abonnieren, damit Sie auch Infos haben für andere Videos, wenn die kommen. Vielleicht kommen neue Infos, die hilfreich sein können für Ihr Ziel, ein Profi-Händler zu werden. Bis jetzt bin ich da und ich sage nur noch Ciao aus Italien. Ciao von Andrea Unger.